Lions International gemacht, in dem konkreten Fall. Lions ist eine Organisation, die, ich habe es gesagt, vor 100 Jahren in Chicago, USA, von einem gewissen Mr. Melvin Jones gegründet worden ist. Die Idee war eigentlich, es ist ein Business Circle, eine Männergemeinschaft, aber Minderbemittelten helfen, karitativ tätig sein und auch der Begriff Freiheit als solches ist immer im Vordergrund gestanden von Lions International. Heute zählt Lions International über 1,4 Millionen Mitglieder in der ganzen Welt. Es ist die grösste NGO, um ein gutes Deutschwort zu brauchen, auf der Welt. Also grösser als Rote Kreuz, was karitative Zuwendungen und Spenden betrifft. Und was für mich auch interessant ist, der Lions Club International, der hat einen permanenten Sitz an der UNO in New York. Zwei Künstler, die schon lange nicht mehr kostenlos spielen. Heute Abend machen sie es, heute Morgen machen sie es. Sie spielen pro bono. Ein riesengroßer Vorteil natürlich, der schlussendlich einfach ins Jemen wird es gut kommen, wo wirklich die Nettoeinnahmen, und die werden beträchtlich sein, wird überkommen, zum entsprechend gut zu verwenden. Morgen ist nur dank der Initiative von den beiden Lions Club Herliberg und Meilen möglich und an dieser Stelle ein grosses, grosses Dankeschön. Ich bin beeindruckt, mit wie viel Herzblut sie geschaffen haben und vor allem auch wie viel Freizeit sie für den Anlass investiert haben. Thank you.
Erster Rang im 2013 beim internationalen Violinwettbewerb in Novosibirsk in Russland. Da war er schon. Erster Rang 2015, jetzt kommt ein ganz schwieriges Wort, 2015 beim internationalen Lipinski-Wieniawski-Wettbewerb in Lublin, Polen. Bei der Probe habe ich das nicht fertiggebracht, das Wort. Du hast erst gerade den ersten Preis gewonnen beim 13. internationalen Violin Competition Young Virtuosis in Sofia, Bulgarien. Ja, ich spiele noch Klavier unter anderem. Ich gehe noch in die Schule, ich habe einen Freund, da bringe ich viel Zeit mit ihm. Und das freut mich für deinen Freund, oder nicht so selbstverständlich in so einer Karriere? Ja. Das weiss ich so. Wir haben immer früher gesagt, wenn jemand Musik spielt oder Theater spielt, haben wir immer gefragt, was machst du denn noch richtig im Leben? Hast du das schon beantwortet? Ich glaube schon. Du hast mit Klavier angefangen. Eben, du, das ist richtig. Genau, ich habe mit 5 mit Klavier. Und wann hast du mit der Violine angefangen? Ein halbes Jahr später. 5,5. Genau. Wenn ich das richtig zusammenzähle. Gut, wunderbar. Ist das ja,
Ja, also vor allem bei den Sängern ist das auch so, bei Sängern ist das ein anderes Problem und so. Und Bier? Nein. Sie bringt ihr das Zeug auf die Bühne. Das ist wirklich so. Bringt sie das Zeug auf die Bühne? Gut, wunderbar. In dieser Gruppe? Ja, ja. Gehen Sie nie auf die Nerven? Nein. Ja, sicher. Nein. Gut, das ist gut. Sie machen es gut. Machen Sie es gut. Bist du zufrieden mit deinen Leuten? Ja, ja. Ja, super. Danke, Jolanda. Vielen Dank. Bitte. Julia. Ja? Wo hast du den Romeo gelassen? Den bin ich leider verlassen. Hat er dich verlassen? Sag es nochmal. Der Romeo hat der Romeo und ich leider müssen mich verlassen. Ja, hast du gefunden, das braucht es, das bringt es nicht mehr? Das bringt es einfach nicht mehr. Ja, gell, ja. Jetzt musst du einfach sonst mal im Saal schauen, da wegen Romeo und so. Ja, es hat sehr viel. Aber sagt er, hat sehr viel Romeo. International, dass in Siemi endlich mal eine Spende von uns bekommen hat. Ich schlage einfach vor, wartet sie nicht bis allein 200 Jahre alt wird. Ich persönlich habe während dieser Zeit von diesen Proben und auch heute einfach wieder mir müssen sagen, dankbar sein, für das es behält. Ein bisschen Demut zeigen. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Danke und sind hier miteinander. Merci.